Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 23. Juli bis 28. Juli 2018. Der Sommer nimmt kein Ende. Die Temperaturen schwellen in die Höhe, die Trockenheit ist nicht aufzuhalten. Es ist ziemlich sonnig und die Böden sehen so aus. Aufgerissen, trocken. Wenn es mal kurz regnet, so wie in der Nacht, bevor ich das Foto geschossen habe, sehen die Böden natürlich dann ziemlich aufgerissen aus. Aber so sieht es nicht nur hier aus bei uns, sondern auch größtenteils in den trockenen Gebieten in Deutschland. Und das hat auch dazu bewegt, dass die Bauern ihre Felder schon ernten mussten, weil das Getreide sich einfach nicht mehr entwickelt hat. Auch die Obstbäume leiden darunter. Hier ist ein Kirschbaum zu sehen, wo die Früchte schon ziemlich vertrocknet sind. Und auch die Tiere suchen sich ein schattiges Plätzchen vor der Hitze. Ja, und damit zu den Temperaturen. Am Montag werden 20 bis 31 Grad höchstens erwartet. 20 Grad im Süden von Deutschland, die 31 Grad sind in den Hitzeregionen im Rheingebiet. Am Dienstag ist es nach einer klaren Nacht ziemlich wolkig, denn es bilden sich wieder recht rasch Quellwolken, die neue Gewitter entwickeln. Die sind in den frühen Nachmittagsstunden von der polnischen Grenze her und in NRW zu finden. Dabei werden bis zu 34 Grad erreicht. Die 34 Grad sind in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und NRW zu erwarten. 24 Grad hingegen im südlichen Bayern. Dort bleibt es die komplette Woche her recht angenehm. In den restlichen Regionen werden 26 bis 32 Grad erwartet. Am Mittwoch schauert und gewittert es noch örtlich stark. Der Hitzeschwerpunkt liegt vom Ruhrpott bis über Niedersachsen nach Mecklenburg-Vorpommern bei 30 bis 34 Grad. Örtlich können auch heißere Temperaturen erreicht werden. Im Rest des Landes betragen die Werte 26 bis 30 Grad. Im Süden bleibt es weitergehend erträglich. Am Donnerstag wird es bis jetzt der heißeste Tag des Sommers 2018 werden. Großflächig werden 29 bis 33 Grad erreicht. Im Ruhrpott können bis 36 Grad, örtlich auch 37 Grad entstehen. Dabei treten örtlich ziemlich starke Gewitter auf mit Hagel, Sturmböen und Starkregen. Von den von der Dürre betroffenen Regionen Sachsen, Thüringen, Nordbayern, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern fällt weiterhin bei sonnig-wolkigem Wetter und Werten von 27 bis 32 Grad kein Regen. Der Freitag bleibt auch größtenteils trocken. Es werden nochmal bis zu 36 Grad erwartet. Diese Werte werden in den Regionen NRW, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und den Stadtstaaten Bremen und Hamburg erreicht. Im Rest des Landes sind 28 bis 32 Grad zu erwarten, in Südbayern weitergehend 26 Grad. Dabei sind teils ein paar Schauer möglich, dieses aber nur örtlich der Fall. Sonst bleibt es größtenteils sonnig bis wolkig. Am Samstag tut größtenteils gewittern. Die Gewitter fallen dabei ziemlich stark aus. Dabei werden nochmal 25 bis 35 Grad erwartet. Der Trend für die KW 31 sieht auch nicht so goldig aus. Es bleibt weitergehend wechselhaft.
Es bleibt auch größtenteils in den Regionen, wo die Trockenperiode schon seit März anhält, trocken. Und die Werte bleiben weitergehend um die 32 Grad. Es bleibt sommerlich, es bleibt heiß. Und damit beende ich das heutige Wetterupdate. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt den Sonntag und startet in die bis dato heißeste Woche diesem Jahr. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.